Schwestern und Brüder, heißen Sie herzlich willkommen an diesem zweiten Weihnachtstag. Sie hier in der Pfarrkirche in Bayerbach und auch Sie, die diesen Gottesdienst online am Bildschirm des PCs mitfeiern und anschauen. Liebe Schwestern und Brüder, was ist anders? In diesem Jahr ist alles anders, auch Weihnachten. Diese Frage können wir nur bedingt beantworten. Was ist anders? Ist alles unbedingt schlechter? Dieses eigenartige Jahr mit diesem Coronavirus, es lehrt uns vielleicht einen anderen Blick auf Weihnachten zu werfen. Schauen wir mit einem neuen Blick auf das Ereignis, das wir feiern. Gott wird Mensch und er fordert zu einer Reaktion heraus. Stephanus, er hat sich herausfordern lassen und hat Christus als den Sohn Gottes erkannt und verkündet. An ihn wenden wir uns jetzt, an Jesus Christus, den Herrn, und rufen zu ihm. Thank you.
Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen tat Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Doch einige von der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner und Leute aus Kilikien und der Provinz Asien erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten. Aber sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. Als
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Nehmt euch vor den Menschen in Acht, denn sie werden euch an die Gerichte ausliefern und in ihren Synagogen auspeitschen. Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Königen geführt werden. Ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Der Bruder wird dem Bruder den Tod ausliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gottesdienstgemeinde, was ist nur aus der Idylle von Weihnachten geworden? Das kleine Kind von Bethlehem, Grund für Mord und Totschlag. Stephanus platzt heute mit seiner blutigen Geschichte einfach in unsere Weihnachtsstimmung hinein. Als erster Märtyrer färbt er heute den sternübersäten Himmel über Bethlehem blutrot. Was soll das? So kann man sich fragen. Hätte man für diesen Märtyrer Stephanus denn keinen anderen Gedenktag finden können, als ausgerechnet diesen zweiten Weihnachtstag, an dem wir doch so gerne noch Weihnachten feiern wollen. Und wenn Sie ehrlich sind, dann geht es Ihnen doch sicher wie mir. Eigentlich, da möchten wir doch aus vollem Halse Udo Fröhliche singen. Aber das verhindert ja in diesem Jahr schon die Corona-Beschränkungen. Frei und unbeschwert Jesus als den feiern, der das Leid von dieser Welt wegnimmt. Dieses Gefühl ist vielleicht nicht das Erste, das wir haben, wenn wir mit Maske vor dem Gesicht und Abstand zum anderen in der Kirche sitzen. Dennoch, eine brutale Steinigungsgeschichte direkt am zweiten Weihnachtstag. Vorbei die heimliche Stimmung um das kleine Kind in der Krippe. Mitten hinein in die Weihnachtsfreude von Engel und Hirten, da prasseln heute die Steine auf Stephanus nieder. Mitten hinein in die Idylle von Ochs und Esel in der Krippe. Dieses kleine Kind von Bethlehem, es provoziert. Es holt einerseits das Beste aus dem Menschen heraus, wie wir am Leben vieler Heiliger sehen können. Aber die Liebe zu diesem Kind kann auch das Schlimmste im Menschen provozieren, den Wunsch zu vernichten, zu zerstören, mundtot zu machen. Und deshalb ist heute am zweiten Tag des Weihnachtsfestes der Tag, um an die verfolgten Christen überall in der Welt zu denken und für sie zu beten. Das Christentum ist weltweit die am stärksten verfolgte Religion. Wie auch Stephanus, liebe Schwestern und Brüder, fallen auf Christen tausend Steine, die sie niederhalten wollen. Und diese Steine,
die fallen heute am Stephanustag auf die Krippe. Denn Jesus, er verbindet sich mit den Opfern und den Stummgemachten in dieser Welt. Anhand von drei ausgewählten Beispielen wollen wir auf diese Steine, die heute auf Christen weltweit fallen, hinweisen und sie zur Krippe bringen. Ministranten helfen uns dabei. Ein erster Stein, der fällt auf eine christliche Gemeinde in der Nähe von Alexandria. Dort haben die Behörden am 20. Mai ein Kirchengebäude zerstört. Gemeindemitglieder, die versuchten, den Abriss zu verhindern, wurden verhaftet. Und gleichzeitig prügelten Extremisten den Priester bewusstlos. Kurz darauf begannen sie auf dem Feld direkt neben der Kirche eine illegale Moschee zu bauen. Ein zweiter Stein fällt auf Christen in Nigeria. Dort ist es im Mai trotz Corona-Ausgangssperre zu einer Reihe von tödlichen Angriffen mit zumeist christlichen Opfern gekommen. Die Taten haben mindestens 27 Menschen das Leben gekostet, darunter 5 Frauen und 8 Kinder, von denen eines erst 4 Jahre alt ist. Und nicht zuletzt steht ein dritter Stein für die Angriffe auf die christlich-abendländische Kultur in Europa. Der von einem Islamisten enthauptete Lehrer in Paris am 16. Oktober, knapp 2 Wochen später der Messerangriff in einer Kirche in Nizza mit 3 Toten und dann der terroristische Amoklauf in Wien am Allerseelentag. Nur 3 Beispiele, nur 3 Steine, die in unserer Zeit Christen niederhalten. Was ist nur aus der Idylle von Weihnachten geworden? Der holde Knabe im lockigen Haar, getroffen von harten, kalten Steinen. Stephanus, er zeigt uns die Konsequenz von Weihnachten auf. Es ist leicht, sich über ein kleines, süßes Baby zu freuen, das da in Windeln gewickelt in einer Krippe. Aber wenn wir wirklich Weihnachten feiern, liebe Schwestern und Brüder, dann dürfen wir bei diesem Bild nicht stehen bleiben. Schon wenige Jahre später wird aus diesem goldenen Kind ein erwachsener Mann, der uns mit schmerzverzerrtem Gesicht und Wunden am ganzen Körper vom Kreuz herab anblickt. Gehen wir auf diesen Weg, diesen unangenehmen, den unbequemen, den schweren Kreuzweg. Es gehört dazu, dass man wie Jesus, wie Stephanus, auch ernste Konsequenzen nicht scheut. Wenn es unbequem wird, dann klingt uns die Antwort des Engels in den Ohren: Fürchtet euch nicht. Denn unser Gott, der uns liebt, er ist mit uns. Gott, der sich aus Liebe zu jedem einzelnen Menschen als Kind in der Krippe selbst ihm gibt. Er stehe uns bei, an Weihnachten noch mehr als sonst.
Bekennen wir jetzt unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen einzigen geborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünde, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gott schaut auf diese Welt und lässt sein Wort Mensch Wirklichkeit werden. Bitten wir ihn um seine Hilfe. Gott, schau auf alle Christen. Lass sie in diesem Festraum froh und dankbar ihre Verbundenheit mit Christus vertiefen. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Gott, schau auf alle Christen, die verfolgt werden. Befreie sie aus Ängsten, Nöten und Bedrängnissen und tröste sie durch deine bergende Nähe. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Gott, schau auf alle Christen, deren Zeugnis für Christus seltsam blass und kraftlos ist. Erwecke ihren Glauben und stärke ihre Hoffnung und entzünde ihre Liebe. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Gott, schau auf alle Menschen, die Gewalt und Unrecht erleiden. Entreiße sie der Macht des Bösen und befähige sie, gewaltfrei zu widerstehen. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Gott, schau auf unsere Verstorbenen und schenke ihnen Heimat in der Herrlichkeit deines Reiches. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Gott, du Freund des Lebens, sieh auf uns und unsere Sorgen und Nöte und lass uns in diesen Tagen Freude und Frieden finden. Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Lasst uns beten. Herr, unser Gott, schau gütig auf dein Volk, das mit Freude und Hingabe den Festtag des heiligen Stephanus feiert, und nimm unsere Gaben an. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir erwarten sie an Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unser Gott. Das ist würdig und nett. In Wahrheit ist es würdig und nett. Ihr Herr, heiliger Vater, ebenso nahm nach dem
der seligen Jungfrau Gottes Mutter Maria, mit den Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Stephanus und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherzige Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihren Weg und die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, St. Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf, die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, das ganze Volk deiner Erlösung. Erhöhe, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Schwestern und Brüder, alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich, durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle Gut und Gaben. Durch ihn und mit ihm und ihn ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit.
Seht Jesus Christus, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Thank you.
der Geburt deines Sohnes schenkst du uns das Heil. Im Sterben des heiligen Stephanus zeigst du uns das Beispiel eines unerschrockenen Glaubenszeugen. Wir bitten dich, stärke unsere Bereitschaft, deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, standhaft zu bekennen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, am Ende dieses festlichen Gottesdienstes, diesen zweiten Weihnachtstag, am Fest des heiligen Stephanus, da sage ich ein ganz herzliches Vergelt's Gott denen, die heute musikalisch für die Gestaltung verantwortlich waren. Herrn Sebastian Dress an der Orgel, Herrn Josef Huber mit der Bratsche und der Geige und Frau Martha Spielbauer, Solosopran. Danke Ihnen, dass wir in dieser Zeit, wo wir selber nicht singen dürfen, uns das abgenommen habt, dass wir ja in diesen Weihnachtstagen auch musikalisch gut unterstützt begleitet werden. Ein herzliches Vergelt's dafür. Liebe Schwestern und Brüder, eines hat Corona ja nicht geschafft. Weihnachten hat stattgefunden. Und Weihnachten, das geht noch weiter. Wenn wir jetzt nach Hause gehen, dann feiern wir ja eine ganze Oktave lang Weihnachten. Und da ist es unsere Aufgabe, das, was wir hier im Haus Gottes beim Gottesdienst gehört haben, was uns da verkündet worden ist, das weiter zu erzählen den Menschen, die wir bedingt natürlich in diesem Jahr treffen dürfen. Das geht durch ganz einfache Zeichen, durch einen lieben Blick, einen Anruf einmal tätigen. Da gibt es sicher jemanden, den wir ganz dringend mal anrufen sollten, weil der schon lange auf einen Anruf von uns wartet. Es gibt viele Möglichkeiten auch in dieser Zeit der Einschränkungen, wo wir uns als Christen betätigen können. Ich glaube, da haben Sie alle viele gute Ideen. Dann ist es erst wirklich Weihnachten geworden, wenn wir das tun, was wir hier gefeiert haben. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen, gesegneten zweiten Weihnachtsfeiertag und allen Stephans und Stephanis natürlich einen gesegneten Namenstag. Bitten wir Gott jetzt um seinen Segen. Der Herr sei mit euch. Stephanus schaute Gott in seinen Stern. Gott schenke euch seine Nähe und seinen Segen. Amen. Christus wurde das Geschenk für die Menschen in allen Zeiten seines Lebens. Er beschenke euch mit seiner Kraft und seinem Segen. Amen. Gottes Geist gibt den Verfolgten die Worte ein, die sie